Sebastian, Glückwunsch zum Sieg. Danke. 4:0 in Salon. Shutout, 3 Punkte. Und das zum 95. Spiel. Mehr kann man sich nicht wünschen heute, oder? Nee, da muss ich dir recht geben. Also das war eine gute Vorstellung von uns, würde ich sagen. Und so müssen wir weiterspielen. Ihr seid schnell in Führung gegangen. Aber ich hatte das Gefühl, ihr seid heute so schnell auf den Kufen unterwegs gewesen. Iserlohn hat nie einen Zugriff auf euch bekommen. Nee, da muss ich auch recht geben. Ich glaube, wir haben sehr gut angefangen, sind viel gelaufen und haben offensiv die sehr unter Druck gesetzt. Und so haben wir unser Spiel durchgesetzt und haben die gar nicht in die Partie kommen lassen. Ich habe es gerade schon angesprochen, 500 Spiele jetzt im Trikot der Wolfsburger. Das ist ja schon ein Meilenstein, sag ich mal. Was bedeutet dir das? Ja, in erster Linie bedeutet das, dass ich schon ein bisschen älter bin. Das ist mal das Erste. Aber das macht mich natürlich schon stolz, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass man auch Vereinszugehörigkeit, dass es einfach wichtig ist im Sport, dass die Vereine Leute auch länger binden und auch die Spieler sich da voll identifizieren. Und ich glaube, dass das auch für die Fans wichtig ist, dass die Ansprechpartner in der Mannschaft haben. Und das macht mich schon stolz, dass ich einer von den Spielern bin. Also wenn man jetzt doch dann auch durchaus eine längere Zeit über Jahre in der Stadt Wolfsburg ist, dann ist das sicherlich mehr als eine Durchgangsstation. was bedeutet Wolfsburg mittlerweile für dich? Ist das mittlerweile richtig Lebensmittelpunkt geworden? Ja, das ist Heimat für uns, weil meine Familie und ich, wir haben jetzt im Sommer ein Haus gebaut, ein eigenes Haus. Also wir werden auch nach der Karriere da wohnen bleiben. Und für uns ist das Heimat geworden. Und ich bin natürlich froh, dass ich dann da auch Eishockey spielen kann. Ist das schon absehbar für den, ich zitiere, älteren Eishockeyspieler, dass er da auch seine Karriere beenden möchte? Ja, das ist ja so geplant, auch vertragstechnisch, dass das so sein wird. Und ich hoffe natürlich, dass das Karriereende noch ein bisschen rausgezögert wird. Das sah heute zumindest ganz gut aus in dieser Richtung. Danke. Von daher nochmal Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Jubiläum und toi 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 und bleib gesund vor allem. Vielen Dank. Ich danke auch. Danke dir.